Kennst du diese Situation? Du sitzt irgendwo im Café oder im Restaurant und unterhältst dich mit jemandem, Freundin, Freund, Partner. Und dann spürst du irgendwie so im Rücken so, oh, irgendjemand beobachtet mich doch. Drehst dich um und tatsächlich, es beobachtet dich jemand. Ja? Und ja, wie ist das passiert? Dieser jemand, dieser andere Mensch, der hat sich mental direkt mit dir verbunden. Er musste nichts sagen, er musste nichts Großartiges tun, er musste sich einfach nur voll und ganz von seinem Kopf her auf dich konzentrieren. Und du hast diese Schwingung gespürt und die ist bei dir angekommen. So, und jetzt keine Angst, das ist wirklich kein Hokuspokus oder irgendwas Esoterisches, sondern das ist einfach nur ganz normale mentale Kommunikation, die jeder Mensch hat. Ja? Und es ist einfach so, dass worauf wir uns konzentrieren, worauf wir uns fokussieren, da geht einfach ja eine Ausstrahlung hin. Und das ist auch mit deinem Hund ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, worauf du dich mental fokussierst und konzentrierst. Denn wenn du zum Beispiel mit deinem Hund spazieren gehst und deine Gedanken, die huschen von deinem Hund zum Einkauf, von was du noch tun musst, was vielleicht heute Abend im Fernsehen läuft oder, was du noch zu erledigen hast, dann, ja, kommt das bei deinem Hund an. Er spürt dieses Hin- und Hergespringe, diese innere Unruhe von dir. Willst du aber, dass ein Spaziergang entspannt abläuft, dass dein Hund ruhig und entspannt ist und dass ihr eine richtig gute Beziehung habt? Ja, dann ist es wichtig, dass du dich auch auf deinen Hund einlässt und wirklich bei ihm bist. Vor allem beim Spaziergang, den ihr miteinander macht. Deswegen sei nicht nur mental bei deinem Hund, wenn es um Spaß geht, um Beschäftigung oder um bewusstes Training, sondern immer, wenn du mit deinem Hund zusammen bist. Und diese innere Verbindung, die du dann zu deinem Hund hast, die spürt er. Und die lässt ihn dann, wenn er das einfach auch ein bisschen gewohnt ist dann und merkt, oh ja, da hat sich was verändert, mein Mensch ist wirklich bei mir, dann wird sich auch dein Hund verändern. Er wird sich mehr an dir orientieren und mehr auf dich konzentrieren. Und du wirst dann merken, dass wirklich die ganze Situation, eure ganze Beziehung viel entspannter und gelassener wird.